und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von My Instrument TV. Ich freue mich heute über ein sehr spannendes und sehr interessantes Thema zu reden. Und zwar geht es heute um das Thema Erfolg als Musiker. Und da habe ich den Jürgen heute da. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Hallo. Jürgen, erzähl doch mal, wie kamst du zu dem Thema, dich mit dem Erfolg als Musiker zu beschäftigen? Denn im Prinzip interessiert es ja jeden, denn erfolgreich sein will ja jeder Musiker auf eine Art und Weise. Und wie kamst du selber zur Musik und wie ist dein Werdegang? Mit 21 Jahren machte ich mich selbstständig als Musiker. Ich war vorher Autodidakt, habe so mittlere Reife gemacht und so eine Lehre als Stuckateur. Und das hat mir aber nicht so die Befriedigung gegeben, die ich von meinem Leben erhoffte. Habe dann gleich die richtigen Leute kennengelernt, nämlich Berufsmusiker, die mir gesagt haben, so läuft das Ding. Und zum Thema Erfolg kam ich, indem ich nicht mehr erfolgreich war. Denn 2004, 2006 war ich als Live-Musiker, der vorher wirklich gut verdient hat, war das Digitale da, das Internet war da und ich als Live-Musiker war einfach zu teuer. Der DJ war wesentlich günstiger und da musste ich eben gucken, wie verdiene ich mein Geld, wo kriege ich das her. Diese Zeit 2004, 2005, wo du es jetzt sagst, was hat sich damals verändert im Vergleich zu vorher und nachher in der Musikwelt, in der Live-Welt? Der Veranstalter hat mir einfach gesagt, Jürgen, du kannst kommen mit der Band und ich zahle dir aber bloß noch ein Drittel, weil der DJ Peter oder DJ Ding ist günstiger. Wenn ich es heute von der unternehmerischen Seite sehe, von dem Veranstalter, dem sein Job ist es, Bier zu verkaufen und damit seinen Umsatz zu machen. Und ihm ist es ja egal, ob da jetzt eine super Band steht oder ein DJ. Ihm ist wichtig, dass er Getränke verkauft. Davon lebt er. Wie hast du dann selber angefangen umzudenken? Oder was hast du dann unternommen, um wieder erfolgreich zu werden? So gesehen? Ja, indem man mal, ich sag's mal, einfach mit dem Gesicht in der dementsprechenden liegt und mal richtig so ganz unten ist einfach. Also ich fand mich dann, wie wir jetzt ein Gespräch führen, musste ich dann mal mit meinem Sparkassenmenschen ein Gespräch führen. Das war so kurz vor der Privatinsolvenz und ich habe dann einfach, es ging mir zu dieser Zeit einfach nicht gut. War einfach so, ich war damals 40 Jahre alt und dachte, okay, war es das jetzt, ist es vorbei, muss ich wieder Gipse gehen und mein Geld anderweitig verdiene. Habe dann auch mal zwischenzeitlich versucht, wieder ein Angestelltenverhältnis aufzunehmen, doch der Besuch beim Arbeitsamt hat mir das ganz schnell wieder abgetrieben. Also ich musste selbstständig bleiben einfach. Und es gibt da keine Zufälle, begegnete mir ein Freund, der auch mal Musiker war und hat zu mir gesagt, Jürgen, beginne deine Denke zu verändern. Also heute würde man sagen, dein Mindset oder sowas ähnliches. Oder den inneren Schöpfer. Genau, ja. Also, kann man auch so sehen. Und dann habe ich mich einfach gefragt, was sind denn meine Fähigkeiten? Habe dem Banker gesagt, ja, ich gebe schon immer so einen halben Tag Unterricht, gibt ja, glaube ich, jeder Musiker ein bisschen, wenn es halt reinläuft und so. Und habe dann diesen Unterricht ausgebaut, bis zu 5 Tage die Woche Gitarrenunterricht gegeben. Und dann entstehen ja meistens dann so kleine Bands und so. Und die dann musikalisch gecoacht, also was für einen Verstärker kann ich benutzen, wie baue ich ein Arrangement auf, was ist Timing in einer Band. Und das kennst du ja wahrscheinlich auch alles aus deinem Unterrichtsleben. Und dann kam aber meistens das Problem, wie vermarkte ich das Ding jetzt halt? Was ist denn eigentlich Erfolg? Wie definieren wir Erfolg? Wenn ich zu jemandem sage, ich bin Musiker, hä? Du bist Musiker? Okay, das heißt, jeder hat sofort ein Bild vom langhaarigen, immer pleite seienden Musiker, der einfach vielleicht 20 Gitarren zu Hause hat, aber nichts zu essen, sozusagen. Ich behaupte mal, wir Musiker sind eine ganz besondere Art von Menschen, weil wir tun das, was uns Spaß macht. Und es ist in unserer Gesellschaft nicht so anerkannt, das, was uns Spaß macht, auch noch Geld dafür zu verlangen. Das ist meistens immer so die Krux, so sagen, Herr Jürgen, komm doch mal auf die Hochzeit, spielst du ein bisschen, kriegst was zu essen und zu trinken. Das macht ja auch noch Spaß. Das macht dir auch noch Spaß. Ja. Genau, aber es ist einfach so der Punkt, was Spaß macht, darf kein Geld verdienen, mach es als Hobby oder so. Beides. Weil Arbeit ist hart, genau. Geld muss man sich hart verdienen. Das ist ein bisschen so das Denken, was in den Menschen noch drin steckt, genau. Vor allem in den, ich sag mal, älteren Generationen vielleicht, was man so mitzieht. Auch. Ja. Und dann, um deine Frage zu beantworten, wie ich so im Erfolg dann kam, habe ich sehr viele Biografien gelesen über erfolgreiche Menschen. Und
habe dann auch mal ein Seminar besucht zur Persönlichkeitsentwicklung, weil irgendwie muss ja mal meine alte Denke weg, eine neue rein. Und noch heute erinnere ich mich an dieses Seminar, es war Zlatko Sterzenbach, der einfach gesagt hat, übernimm einfach zu 100% die Verantwortung für dein Leben. Denn dann hast du immer eine Antwort auf die Ereignisse, die passieren. Wenn du die Verantwortung abgibst, kannst du nicht antworten. Und das war für mich irgendwie wie so ein Spruch, ja, ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Und habe dann auch, um wieder den Kreis zu schließen, mit dem Banker dann mal ausgemacht, okay, in einem Jahr schreibe ich wieder schwarze Zahlen mit dem Gitarrenunterricht. Nach 7 Monaten war das dann erledigt praktisch, weil ich eben 25 Jahre Musiker auf Tour sozusagen, wenn das eine Musikschule hinschreibt, dann kamen die Schüler wirklich, musste sogar manchmal hier ablehnen, weil es gar nicht mehr, weil es so viele waren, die einfach Unterricht von mir wollten. Und ich glaube, auch eine ziemlich lockere Art habe, Unterricht zu machen. Also Spaß ist das A und O an dem, was ich tue. Und der Spaß muss der Schüler auch haben. Finde ich eine sehr spannende Sache, ja. Weil, wie der Volksmund ja sagt, so du bist deines eigenen Glückes Schmied im Prinzip. Ja. Und alles, was man in den Wald hineinschreit, so kommt es auch wieder zurück. Genau. Und wenn man natürlich diesen Erfolg oder was damit zu tun hat, ist ja natürlich individuell auch verschieden. Wenn man den auch anzieht und auch wirklich will und sich auch wirklich vorstellen kann, dann wird einem das Universum ja auch helfen oder das Leben helfen, dass das dann auch so ist. Ja? Wenn man aber natürlich Angst davor hat und immer ängstlich durchs Leben geht, weil wird es wahrscheinlich schwieriger werden. Ja. Ja? Und da werden natürlich dementsprechend Stolpersteine dann auch auftauchen. Ja? Gut, Erfolg als Musiker ist ja verschieden zu definieren. Also es gibt ja selber, so aus meinem Freundeskreis, viele Leute, die sagen, okay, ich möchte einfach einmal in der Woche abends in den Übungsraum mit den Jungs ein bisschen spielen, Bierchen zischen, alles cool und alles weiter interessiert mich eigentlich nicht so. Aber ich sag mal, viele sind ja auch ambitionierter und möchten ja möchten Auftritte spielen, möchten Alben verkaufen, möchten auch erfolgreich sein. Wie definierst du denn für dich selber Erfolg? Was würdest du sagen, ist so eine Erfolgsformel? Ist das was, was jeder für sich selber finden muss oder gibt es da was, was allgemeingültig ist? Das ist eine sehr gute Frage, weil diese Frage muss ich ja jeder mal selber beantworten. Mhm. Erfolg ist eine sehr individuelle Sache. Und ich habe eine Definition gefunden, die ich von meinem Ausbilder, der sagt, Erfolg ist, sich Ziele setzen und diese zu erreichen. Das finde ich eine sehr gute Definition, weil dadurch geht mal der ganze Druck raus. Weil zum Beispiel, wenn ich jetzt 5 Kilo abnehmen will und mache jeden Morgen 15 Minuten Sport, bin ich ein erfolgreicher Sportler in dem Augenblick. Weil ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich möchte jeden Morgen 15 Minuten oder Schlagzeug üben 15 Minuten jeden Tag, dann bin ich erfolgreich. Und nicht dieses riesengroße Ding da hinten sehen, ich möchte gern erfolgreicher Musiker sein, auf Bühnen stehen mit 50.000 Leuten vor mir, ein fettes Auto, eine Villa und das ist alles, diesem Ziel fehlt die Emotion, sage ich immer. Wenn ich so peu à peu mir das alles ranarbeite, wenn ich mal das erste Ziel erreicht habe, ich suche zum Beispiel, das ist bei vielen Bands das Problem, die auch viele Unternehmen haben, A-Mitarbeiter zu finden. Mhm. Wenn wir mal jetzt eine Band, das Unternehmen sehen, wirklich die 3 oder 4, 5 Leute, dass die gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, wir wollen das erreichen. Jeder hat seine einzelnen Ziele, die müssen klar definiert sein, weil wenn einer zum Beispiel auf die Idee kommt, zu sagen, in einem Jahr möchte ich gerne mal vor 2 Jahren nach Australien ein bisschen rumtouren, dann brauchst du einen neuen Schlagzeuger oder willst du einen neuen Bassisten. Und dann die Ziele klar machen für die Band. Für die Ziele einen Plan machen. Der Plan wird abgearbeitet. Und dann erreichst du auch dieses Ziel. Und dann ist der Erfolg eigentlich, es geht nicht am Erfolg vorbei. Klar gibt es Rückschläge und man muss vielleicht mal den Kurs korrigieren. Aber es gibt ja immer so eine Richtung, wo das Ganze hinführt. Also das heißt, der erste Schritt ist schon mal, den Erfolg legt man für sich selber fest. Genau, für sich selber. Beziehungsweise dann, wenn es eine Band ist oder ein Unternehmen oder wie auch immer, Ensemble, dann, was ist das Ziel dieser Band, was ist das Ziel des Unternehmens, ja. Und dann ist bestimmt auch hilfreich, wenn man in kleinen Schritten vielleicht arbeitet, dass man jetzt nicht sagt, ich möchte jetzt hier von A gleich nach Q, sondern halt, ich mache A, B, C, ich mache erstmal eins nach dem anderen und dann im Prinzip realistische Ziele, die man auch wirklich erreichen kann. Also realistische Ziele finde ich immer für mich, also wenn ich mir ein realistisches Ziel setze, dann habe ich keine Böcke, das zu erreichen, weil es ist ja realistisch, ich werde es erreichen. Also ich denke immer von einer Vision über die Vision. Also mein Blog zum Beispiel, meine Vision ist einfach, alle Musiker
dass alle Musiker auf der ganzen Welt wertschätzen, bezahlt zu werden. Mhm. Schöne Vision. Ganz genau, toll. Das ist einfach für mich eine Vision, wo mich morgens aus dem Bett springen lässt, dieses Thema, mich hinzusetzen und zu arbeiten daran und immer wieder anderen Musikern zu zeigen, hey, so probier doch mal das. Und sei es wohl so ein kleiner Schritt in die Richtung. Verändere deinen Fokus. Nicht auf das, was nicht funktioniert, sondern auf das, was schon funktioniert. Mhm. Super. Und dann geht's meistens ganz, ganz schnell. Vor allem, wir haben als Musiker oft das Problem, naja, man möchte halt Musik machen und man möchte Musik machen. Mhm. Punkt. Ja. Und diese vielen anderen Sachen, die auch wichtig sind, eben auch das Marketing und Social Media und geschäftliche Sachen, mhm, werden oft vernachlässigt, ja, halt, die aber natürlich auch mitziehen zum Erfolg. Oder ich finde dann dementsprechende Partner, die das für mich machen, dann wäre das auch für mich als Erfolg buchbar. Ich möchte jemanden finden, der das übernimmt. Um da nochmal einzuhaken, das ist, die Band hat eben was mit Spaß zu tun. Das soll ja auch Spaß machen. Aber auf der anderen Seite gibt es zu dieser Band natürlich auch noch ein Unternehmen. Wenn du dich als mit drei Musikern triffst und machst einen Gig, bist du vom Finanzamt her eine GbR. Das heißt, du bist ein Unternehmen. Und dann kann ich auch mich so verhalten wie ein Unternehmen. Einfach mal ein Mindset mal ändern. Okay, sobald wir nicht im Proberaum sind, bin ich Unternehmer. Ein Unternehmer arbeitet immer so, Gewinn orientieren, dass da am Ende was rauskommt. Und wir Musiker, wir haben halt immer so ein bisschen so eine Denke, naja, wenn ich den 50-Euro-Gig nicht mache, dann macht ihn jemand anders da. Wir haben oft Angst, Nein zu sagen auch. Ja? Genau, dieses Nein, ja, das ist ganz, ganz wichtig, zu sagen, ja, Nein, stopp. Ja. Und wie schon Gandhi sagte, Veränderung beginnt nicht bei dir, also bei immer in meinem Äußeren, bei den anderen, sondern Veränderung beginnt bei mir selber. Wenn ich Nein sage und am nächsten Tag vielleicht Ja, dann habe ich aber für mich einfach, es fühlt sich für mich einfach wesentlich besser an, wenn ich morgens in den Spiegel gucke und sage, hey, ich habe gestern den 50-Euro-Gig nicht gemacht, ich war dafür mit meiner Frau im Kino und hatte einen wunderschönen Abend. Mhm. Viel besser als diesen Stress da für 50 Euro. Finde ich eine super tolle Denke. Es geht ja auch um die Wertschätzung, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Ja. Und vor allem, wenn da ja alle immer mitmachen, ja, dann zieht man das ja alles immer weiter runter. Mhm. Und man hält diesen Wert an Live-Musik ja dann eigentlich auch nicht hoch. Ja. Ja. Aber wir Musiker denken immer, wir müssen unseren Wert im Äußeren abholen. Jemand, der Veranstalter, muss uns sagen, was wir wert sind. Der, wo uns mal gespucht, muss uns sagen, wie toll wir sind. Nee, ich muss sagen, ich bin toll. Ich habe 10 Jahre lang meines Lebens 10 Stunden pro Tag Gitarre geübt, um überhaupt mal in der Lage zu sein, ein Konzert über 2 Stunden spielen zu können. Mhm. Ich habe eine Gitarre im Wert von 5.000 Euro, einen Verstärker. Ich fahre kilometerweit dahin. Jede Autowerkstatt würde sagen, was für 50 Euro, soll ich jetzt deinen Auspuff da reparieren? Ach nee, geht zum anderen. Richtig. Aber dafür darfst du auch mal ein T-Shirt anhaben und Werbung machen für nächstes Jahr. Zum Beispiel, ja. Okay, schön. Also das heißt auch für die Musiker jetzt, die sagen wollen, ich möchte eigentlich nur ein bisschen Spaß haben, ich möchte im Proberaum sein und ein bisschen spielen, ein bisschen rumhängen vielleicht, ja, ist das ja dann auch schon der Erfolg, wenn sie das erreichen. Ja? Ja. Immer das, was man selber will. Mhm. Du hast ein E-Book geschrieben. Ja. Also finde ich ja spannend, überhaupt mal ein Buch zu schreiben. Ja. Respekt, ich habe es vielleicht auch noch mal vor, mal sehen, ja, aber das stelle ich mir natürlich mit sehr viel Arbeit verbunden vor. Erzähl doch, wie ist das entstanden und wie sind die Inhalte? Das E-Book ist ganz witzigerweise entstanden, weil ich habe auch immer die Idee gehabt, ich schreibe mal ein Buch, ich weiß auch nicht, wie es geht. Zweitens ist es viel, viel Arbeit und dann hat aber zwei Blogger aus dem Internetmarketer, den Markus Zerenjak und der Thomas Mangold, haben so eine 30-Tage-Channel gemacht, dass man innerhalb von 30 Tagen ein E-Book schreibt und das für Amazon hochstellt. Okay. Und da dachte ich mir, hey, da klinke ich mich einfach rein, innerhalb von 30 Tagen, das kriege ich irgendwie gebacken. Und die haben dann wirklich unter Anleitung gesagt, was es zu tun ist. Also eine Überschrift finden, das Cover machen, dann 20.000 Wörter schreiben und dann zur Lektorin geben und dann auf Amazon hochstellen und dann gucken, was passiert. So bin ich zu diesem E-Book überhaupt mal gekommen. Das Thema war für mich von vornherein klar. Also Musikern Strategien an die Hand zu geben, um erfolgreich zu werden. Also nicht zu sagen, mach doch mal den Flyer so, sondern was für eine Denke brauche ich eigentlich, um erfolgreich zu sein? Ich kann nicht erfolgreich sein, wenn ich negativ denke. Funktioniert nicht. Und in dem Buch geht es auch, wie gesagt, um dieses Nein sagen. Es sind da sehr viele praktische Übungen dabei, einfach mal so sagen, hey, Proberaum, was sind deine Ziele? Jeder Einzelne für sich. Was sind eure Ziele? Wie mache ich einen Plan? Ich kenne viele Bands,
die richtig gut spielen, aber nicht eine Homepage auch noch haben, aber nicht wissen, was man mit der Homepage macht. Also zum Beispiel E-Mail-Marketing. Wissen die meisten nicht, dass man mit E-Mail-Marketing in Anführungszeichen Geld verdienen kann. Man kann seine Platten damit finanzieren. Viele Bands haben 10.000 Fans auf Facebook. Aber da ist die Macht bei Facebook. Facebook entscheidet, was mit diesen 10.000 Leuten passiert. Und wenn Facebook eines Tages sagt, ja, die, wo jetzt die letzten 3 Monate sich nicht gemeldet haben, fliegen jetzt raus, dann bist du mal geschwind 2/3 deiner Fans los. Wenn du aber ihre E-Mail-Adresse hast und deine Fans wertschätzt, das Ganze doch mit dem Blog ein bisschen aufbaust und Informationen gibst, möchten die mit dir zusammen sein, die möchten was mit dir erleben. Bietest ihnen über den Shop Karten zum Sondertarif an, was weiß ich alles. Und dadurch ist eine Einnahmequelle schon mal gesichert. Super, das ist auch ein Teil von dem. Das ist ein Teil von dem Buch, also ja. Wo es auch ins Praktische geht, ja. Aber wo vor allen Dingen mal mit der Denke beginnt. Ja. Wie denkt ein Musiker? Oder wie denkt ein Unternehmer? Also mein Buch, was mir so einen richtigen Hammer gegeben hat, ist von Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Also nicht arbeite wie ein Blöder und werde reich, sondern denke nach. Was kann ich tun, um reich erfolgreich zu werden? Und er schreibt da einfach Strategien da rein, die ich heute mit jedem Projekt, wo ich beginne, abarbeite. Diese 6 Schritte. Und dann führen die auch meistens zum Erfolg. Also Erfolg ist nicht immer so, aber Erfolg ist meistens so ein bisschen, das kennst du schon auch mit meinem Instrument, geplant war so. Und ja. Es ist immer Misserfolg, 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 Erfolg. Genau. Misserfolg, Misserfolg, Erfolg. Und dann häuft sich der Erfolg, Erfolg, genau. Erfolg. Und dann kommt ab und zu nur noch ein Misserfolg rein. Super, ja. Genau, und so ist das. Ja. Ja. Das ist Test, Operate, Test. Genau. Perfekt, ja. Also du als Unternehmer, also ich zähle das auch als Unternehmen an, was du da machst. Mhm. Das macht dir wahrscheinlich tierisch viel Spaß. Absolut, klar. Aber es ist allerdings auch viel Arbeit und viele Musiker sind nicht bereit, diese Arbeit zu tun. Sie erwarten immer noch, dass wenn ich viel übe und dann mache ich einen Gig, da sitzt jemand da und sagt, hey, dich will ich haben, wir vermarkten dich jetzt. Mhm. Das passiert heute nicht mehr. Das war mal in den 70er, 80er Jahren vielleicht noch so, aber heute suchen diese Agenten, die suchen praktisch Bands, die in der Lage sind, eine Halle zu füllen in einer fremden Stadt mit 300 Leuten. Da wissen die, aha, die haben Disziplin, die haben eine gescheite Homepage, die wissen, was zu tun ist, die tun auch die Sachen, die nicht so populär sind, wie eine Steuererklärung zum Beispiel machen. Das haben die alles hinter sich, die wissen auch, was Misserfolg ist. Aber diese Band, wenn die das kann, eine Halle in einer fremden Stadt mit 300 Leuten zu füllen, kann die auch eine Halle füllen mit 600, mit 1000, dann brauchen sie diese Major-Labels gar nicht mehr. Mhm. Richtig, das heißt, man muss schon selber erstmal Fanbase aufbauen, genau. Selber erstmal erfolgreich sein, in Anführungszeichen schon mal beweisen, dass ich als Band weiß, wie es funktioniert. Genau, Und dann bin ich natürlich auch für andere interessant erst. Genau. Klar, spätestens seit den ganzen Casting-Shows und wie sie alle heißen, von denen hört man ja auch mal vielleicht ein Jahr lang was und dann sind die auch weg, obwohl die halt Fernsehunterstützung hatten und so weiter halt. Von daher diese Denke irgendwie, da kommt jetzt der edle A&R, der mich jetzt abholt und mich erfolgreich macht, lieber selber tun, lieber selber machen. Ja. Aber das ist wieder auch wieder mit der Denke zusammen. Jemand, der plötzlich aus dem Proberaum rauskommt und in eine Schulband gespielt hat und plötzlich jetzt ein Millionenpublikum vor sich hat, der hat gar nicht den Mindset, damit umzugehen. Mhm. Das ist wie dieses Phänomen, dass viele Lottomillionäre, die eine Million oder zwei gewonnen haben, nach einem Jahr plötzlich wieder genau dasselbe Geld hatten, wie sie vorher hatten. Weil sie haben gar nicht die Denke, was mache ich mit einer Million? Also dieses Bewusstsein dafür, wie gehe ich mit einer Million um oder wie gehe ich mit Erfolg um? Ich denke, dass das natürlich auch wächst mit der Zeit. Mhm. Ne? Aber man muss natürlich überhaupt anfangen, sich damit zu beschäftigen. Ja. Sich mit den Themen zu beschäftigen, sich Anregungen zu holen, nachzudenken und dann die Sachen für einen selber festzulegen. Ja. Aber es macht ja auch tierischen Spaß. Also ich weiß noch, meine erste Gitarre beim Kaufhaus Quelle gekauft, irgendwie für 50 Euro oder die D-Mark ja noch irgendwie und dann angefangen rumzubasteln, die Pickups und so. Und heute weiß ich, wie eine Gitarre aussieht, ich kann Teile selber reparieren und so. Also diesen Geruch vom Proberaum auch mal wieder mitzubringen. Und das, die wenigsten dieser Shows haben das erlebt. Natürlich sind die alle wunderbar talentiert, haben eine wunderbare Stimme. Aber wenn man wieder mal guckt, warum werden so die Shows gemacht? Damit sich die wirklich, die sich da absolut blamieren. Also das ist ja das Lacher.
Und sage mal, die letzten 20 oder die letzten 10, da hören vielleicht noch irgendwelche Musiker, wie jetzt wir beide, wir hören dann auch den Unterschied, ah, okay, da hat er ein bisschen, intoniert es nicht mehr so richtig oder da könnte es besser sein. Das hört Autonormalverbraucher gar nicht mehr. Ja, die Shows haben natürlich auch, ich sage mal eben, Daseinsberechtigung, haben halt einen sehr hohen Unterhaltungsfaktor. Und macht ja auch, ist ja auch witzig, wie du schon gesagt hast, das ist lustig anzugucken halt. Ich meine, was die Leute dann da machen und das, wenn die da mitmachen, ich meine, dann müssen sie mit einrechnen. Ne? Ich meine, wenn es dann halt so im Endeffekt rauskommt, dass es vielleicht lustig, lächerlich, wie auch immer ist, halt, muss man halt vorher damit rechnen. Lies mal, lies mal den Vertrag, den du da kriegst. Richtig, die dürfen alles mit dir machen. Alles, ja, alles vermarkten. Ein spannendes und aktuelles Thema ist immer noch Streaming, weil man es immer wieder hört. Es ist in aller Munde. Ja. Und wie ist denn deine Sichtweise auf dieses Thema? Nutzt du selber Spotify zum Beispiel? Nein, ich nutze nicht Spotify. Okay. Ich glaube, vorgestern oder gestern habe ich gerade gelesen, den Vertrag wurde ja irgendwie veröffentlicht, Sony und Spotify. Genau, das war die neueste Meldung oder so? Genau, eben die neueste Meldung dazu. Und ich als Unternehmer gucke ja immer, welches Interesse hat Sony daran, mit Spotify zusammenzuarbeiten. Da ist es natürlich perfekt. Vom unternehmerischen Denke her, was Sony und Spotify macht, da fließt das Geld hin. Jeder Musiker, haben wir ja gesagt, ist Unternehmer. Wie werden da meine unternehmerischen Denken befürwortet oder so? Und wenn ich mir dann überlege, für 1000 Klicks sind glaube ich 1 Euro, dann muss man als Unternehmer sagen, stopp, nein, will ich nicht. Es ist einfach absolut unter Wert. Wieder, unter Wert, unter Wert einfach bezahlt. Und klar können die, und da habe ich ja auch den Amadeus gehört, der vor mir hier in der Sendung war, fand ich auch klasse Einstellung, der auch gesagt hat, irgendwie das Prinzip ist klasse. Wenn da jeder Künstler seine Songs drin hat und am nächsten Tag auf dem Bankkonto sieht, aha, 10 Leute haben meinen Link und ich habe den und den Betrag X bekommen. Das wäre eine wertschätzende Sache, wenn man Spotify so macht. Und ich behaupte mal, weil wenn ich da von mir ausgehe und vielleicht auch deine Generation, du hast im Monat immer ein Budget gehabt für Musik ausgegeben. Also ich habe noch Platten, kenne ich noch Kassetten, CDs. Ich habe bestimmt im Monat zwischen 50 und 100 D-Mark oder auch Euro immer für Musik ausgegeben. Ist ja heute eine Seltenheit, dass das genau macht. Ja. Ja. Und dann sind ja eigentlich 10 Euro pro Monat für unendlich viel Musik. Ist Wahnsinn, ja. Das war eigentlich schon nicht viel halt. Ja. Kann man sich schon leisten, so gesehen, oder? Ja, ich finde die 10 Euro immer noch zu wenig, weil wenn wir mal die Rechnung umgekehrt aufmachen, wer müsste denn zuerst bezahlt werden? Zuerst müsste mal der Künstler bezahlt werden. Und dem gehören einfach von jedem verdienten Euro mindestens 70%. Und 30% können sich die anderen aufteilen. Aber nicht umgekehrt, dass dann beim 0,071 Euro sind es, glaube ich, pro Klick oder sowas. Also das... Nee, und Taylor Swift hat jetzt ja auch da mal ein bisschen so Hallo gesagt, so geht's nicht. Richtig. Ja. Jetzt schon mal einen ersten Wink. Genau. Macht halt hoffentlich folgen dann noch mehr und je mehr folgen, irgendwann werden die Unternehmer noch umdenken müssen. Und Spotify und wie sie alle heißen, dann sagen, okay, müssen wir das vielleicht doch anders machen, das Abrechnungsmodell. Ja. Also die Gesellschaft braucht, also wir Musiker brauchen die Gesellschaft ja nicht, um Musik zu machen. Aber die Gesellschaft braucht Musiker, um Musik zu hören. Ganz klar, Musik ist ja auch wohl die beliebteste Sache der Welt. Genau, das beste Produkt. Ich habe mich mal mit einem Unternehmensberater besprochen, der auch gesagt hat, Jürgen, du hast das beste Produkt, das jeder haben will. Das Problem ist bloß, es kostet nichts. Sonst könnte man da richtig Geld verdienen. Ja. Das ist auch richtig, ja. Oder wenn ich mir eine Party ohne Musik vorstelle, das wäre ja gar nichts. Das geht gar nicht, ja. Was kannst du aus deinem doch mittlerweile sehr reichen Erfahrungsschatz jungen Musikern, Nachwuchskünstlern mitgeben? Zuerst einmal sollte man sein Instrument beherrschen. Aber es ist wieder auch nicht so, dass man stundenlang da rummacht mit dem Instrument, dann ein absoluter Perfektionist wird, sondern auch die andere Seite sieht, das Vermarkten meines Produktes, meiner Musik und ziemlich schnell rauskriegen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal. Was macht mich auch, also auch unternehmerisch oder gedacht, USP heißt es, glaube ich, im Englischen, was ist das, warum Menschen zu mir kommen und meine Musik hören wollen? Klar beginnt man als Musiker nachzuspielen, aber ich möchte ja nicht klingen wie und ich möchte nicht sein wie, das gibt es ja alles schon. Was würde das ausmachen, wenn ich auf die Bühne gehe und ein Drittel würde sagen, das ist absoluter Blödsinn, was du da machst. Andere Drittel sagt, es ist mir egal, was du da machst.
Und ein Drittel sagt, wow, super, sowas will ich haben, das gefällt mir. Und mit diesen 33,3%, mit denen sollst du dich beschäftigen. Und wenn eine ganz große Masse sagt, das ist absoluter Blödsinn, dann garantiere ich dir, bist du auf dem richtigen Weg. Weil das ist so das Verlassen der Komfortzone, so was schon gemacht worden ist, wieder zu produzieren, ist natürlich ganz einfach. Da kann man immer sagen, ja, der hat es ja auch gemacht. Aber mal was zu machen, was es noch nicht gibt, und da muss man einfach so ein bisschen, als Künstler ist man ja kreativ offen, in was für Firmen, ob die jetzt was mit Musik zu tun hat oder nichts, wie vermarkten die sich, was kann ich mir von denen abgucken? Ein Logo finden oder einen flotten Spruch finden oder ja, einfach nicht so dieses Tunnelblick da, ich bin Musiker, alles andere interessiert mich nicht, sondern ich bin Unternehmer und Unternehmer unternehmen etwas für ihren Erfolg. Die sitzen nicht zu Hause da mit der Fernbedienung oder Tüte Chips, sondern sie unternehmen was. Sie produzieren Ereignisse, um erfolgreich zu sein und warten nicht immer ab, dass irgendwas passiert. Absolut richtig, ja. Eine Anregung dazu, auch als Musiker zu wissen, welche Message habe ich eigentlich, welche Message will ich weitergeben, weil wenn ich dann eben auf der Bühne stehe und mir hoffentlich mal viele, viele Menschen auch zuhören, was will ich denen eigentlich sagen mit meiner Musik? Für was stehe ich selber ein? Ja. Was sind meine Werte? Ja. Das ist, denke ich, auch was, worüber man auf jeden Fall nachdenken muss und da einen Standpunkt beziehen sollte. Ja. Aber da muss man sich halt meistens mit sich selber auseinandersetzen. Und das ist so ein bisschen so ein Thema, ja, wie wir schon vorher gesagt haben, wenn die Verantwortung bei mir ist, muss ich halt auch bei mir gucken und kann ja nicht im Äußeren gucken. Und das kann manchmal sehr schmerzhaft sein, sich selber mal anzugucken, sich selber zu reflektieren, zu sagen, okay, ja, zu sich auch seine Gefühle und seine Instinkte zu verlassen, ein bisschen Intuition. Ich möchte das Wort Meditation ist vielleicht in etwas, jeder denkt es an Om, aber Meditation heißt für mich einfach mal runterfahren, auf dem Sofa sitze, ein blödes Gesicht mache und einfach mal zu gucken, wie geht's mir, wie fühlt sich das an. Wie fühlt sich mein Musikerbusiness an? Wie fühlt sich meine Beziehung an? Wie fühlt sich die Band an? Und dann auch diesem Gefühl mal nachzugehen, nee, irgendwas stimmt da nicht. Und ich sage, okay, komm, ist egal, lass mal einfach so, er ist ein guter Bassist. Sondern wirklich auch dann mal versuchen, dieses Gespräch zu finden. Mhm. Toll, ja, also auch, dass man die Schwachstellen findet vielleicht und dann sich auch auf die Veränderung einlässt. Ja, weil Veränderungen sind immer erstmal anstrengend. Ja, klar. Ja, aber am Ende auch immer lohnenswert. Immer. Ja, und dadurch zu schauen, was ist es eben, was mich vielleicht hindert, blockiert und das aufzulösen und dann besser zu werden und dementsprechend erfolgreich auch zu werden und sich über die Ziele klar werden, kleine Schritte machen. Ja. Also 2006 war für mich das absolute Horrorjahr, wo alles in die Bach runterging. Und im Chinesischen gibt es zum Beispiel nur eine einzige Bezeichnung für Krise und für Chance. Das ist ein Wort. Ein Wort, ein Symbol. Fand ich auch ganz spannend. Also ich hätte damals natürlich auch sagen können, okay, jetzt ist Feierabend, jetzt mache ich halt irgendwie einen Job. Sondern ich habe die Chance genutzt. Es war wirklich kein einfacher Weg. Das sind jetzt mittlerweile fast 10 Jahre oder sind 10 Jahre. Da gab es Hochs und Tief. Es sind auch Tränen geflossen und einfach. Aber da durchzugehen, durch diesen Prozess, bin ich heute dankbar, dass das damals passiert ist. Wahrscheinlich wäre ich nicht der heute hier sitzt. Toll. Vor allem alles hat auch seinen Sinn und seinen Zweck. Es passiert auch nichts zufällig. Da bin ich mir auch sicher, dass es so ist. Toll. Also Jürgen, vielen, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch und die Einblicke in dein Leben auch, was alles passiert ist. Wo erreicht man dich? Du hast ja eine Homepage auch, wo es das E-Book gibt. Genau. Das ist www.musiker-erfolg.com. Musiker-erfolg.com. Wunderbar. Da gibt es dein E-Book und es ist sehr empfehlenswert. Ladet euch das runter, lest es euch durch. Beschäftigt euch selber mit dem Thema Erfolg. Was will ich erreichen? Was sind die Ziele von meiner Band? Ja. Kleine Schritte. Und dann steht dem Erfolg nichts mehr im Wege, hoffentlich. Vielleicht darf ich noch mal mein neuestes Projekt noch erwähnen. Ja, gerne. Also mein neuestes Projekt wäre jetzt einfach, diese ganze Sache mal nach außen zu bringen, so kleine Seminare zu geben, in so kleinen Gruppen mit Musikern, die sich für den Erfolg interessieren. Und da suche ich zum Beispiel noch Musiker, die vielleicht nicht ein großes Budget haben. Kostenlos wird es nicht sein, aber ich möchte es erstmal ausprobieren und die können sich gerne mal melden. Die sagen, hey, wir würden gerne mal sowas, so eine Beta-Version, nennt man das ja heute, mal mitmachen und mal gucken, was denn da passiert. Super spannend.
Da findet man ja auch alle Kontaktinformationen. Genau, alles bei mir auf der Homepage. Genau. Wunderbar. Okay, Jürgen, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und für dieses interessante Gespräch. Und damit verabschieden wir uns und bis zur nächsten Sendung. Ciao. Tschüss.